Weiter geht's. Und wo ist denn die Markierung? Habe ich überhaupt schon eine Markierung gemacht? Will ich nicht. Das könnte vielleicht schon unser erstes Set sein, ne? An Blumen. Der Feuerschaden ist okay. Ja, noch ein bisschen mehr rein Butter, ne? Ja, die kriegen nicht mal einen Bonus, ne? Ich sehe gerade, ich muss Zeug verkaufen. Okay, machen wir mal nach der Blume. Gehen wir zum Händler und verkaufen ein Zeug. Obwohl. Die kann ich ja so schon bekommen. Ja, jetzt 500 werde ich nicht brauchen. Meisten Upgrades, die haben wir ja eh schon fertig. Und wenn wir jetzt hier eh noch ganzen Kisten und so einsammeln, kriegen wir ja sowieso ständig immer irgendwelche Holz. Wird ja jägerecht damit zugeschmissen. Bist du schon am Zocken, Rex? Falls ja, wünsche ich dir viel Spaß. Sägezahn. Schon gesehen? Nee. Nicht. Ui, reicht der Schaden? Ja, nicht ganz. Alter, schwierig. Der Feuerschein ist richtig krass. Eisschutz. 26 für Eisschutz. Das ist ja viel. Jetzt bei 95. Haben wir hier eigentlich noch was Besseres bekommen? Ahnung. Nee. Ein Angriffsschutz. Feuer mal 20. Jetzt 8. Ja, 20, 20. Ach, wir haben ja gar keine Feuerrüstung. In 8 Minuten erst. In oder hast du schon 8 Minuten? Konzentration plus, ja. Wäre mal ein bisschen geiler auf jeden Fall. Na los, Eloy, du schaffst das. Das werde ich vielleicht noch bereuen. Nicht doch.
So, Modell 3. Zur Spitze dann. Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß. Der Wind rauscht durch die Pinien, doch unten ist kein Hauch zu erspüren. Still wie die Muse, die bunten am Boden über die Linien. Der Wurzeln, die sie führen, die Pinie verliert ihre Toten. Sie sind stumm wie unter dem Meere. Oben, hoch, oben, stürmt das Leben unverzagt, wenn die Wolke Wolken jagt. Und wir gehen voran und fallen wie vom Strauch die Beeren, selbst wir, selbst dann. Mora Beschützerin. Ah, stimmt, wir haben ja jetzt immer so ein Brülldingsherz, ne? Oder ach nee, so ein andere Fee, diese Krabbending. Davon haben wir jetzt ein Herz. Genau. Mal verkaufen hier den Schrott. Ja, halt die Sachen mal. Zumindest die blauen Edelsteine, die Schlagscheinglas. Das behalte ich mal. Aber ich glaube, die grünen, die kann ich verkaufen. Hier, Wüstenglas. Den braucht man nicht. Wir haben sehr viel Lohe jetzt wieder, sehr viel Kühlsaft. Wenn man das Fleisch verkaufe ich jetzt mal nicht. Stattdessen Tränke herstellen. Genau das hier, Nora Beschützerin. Stürmerherz. Okay, wir brauchen ein Stürmerherz. Habe ich auch eine Feuerrüstung, Anti-Feuerrüstung. Man kriegen die Gratisproben irgendwie nach einer gewissen Zeit wieder nachgefüllt? Und den habe ich doch auf jeden Fall die Gratisprobe mitgenommen. Stürmer, Breitkopf, was sind denn hier Stürmer? Noch eine Zone, Stufe 20. Maschinen. Was ist denn hier ein Stürmer? Das ist ein Stürmer. Sieht aus wie ein Stier, oder? Oh, nee, der sieht aus wie ein Stier. Trampler. Dann ist das hier eher sowas wie ein Elch oder sowas. Großes Pferd. Wo bist du beheimatet?
Da bist du bei ihm. So ein Nahkampf, oder? Oh. So was überhaupt? Irgendwie immer nur Fernkampf, Angriff, Schutz. Nahkampf, Angriff, Schutz hat man bisher noch gar nicht, oder? Überlegen, ob ich nicht noch mehr in Feuer reingehe. Dadurch verliere ich zwar Handhabung. Ja, aber auch relativ viel Schaden. Nee, ich lasse das mal so. Der Feuer ist eigentlich, also der Feuerschaden ist schon ganz gut. Wieso dürften tot sein? Alles noch ein wenig heller. Danke, Nora, dass du mich gerettet hast. Könnte ich einen Moment deine Aufmerksamkeit haben? Möge die Sonne sich gnädig zeigen. Ja, bitte. Achso, da. Großzügige Belohnungskiste. Hat sie mir die zugeschmissen oder was? Nicht schon wieder. Das scheint so wie sehr wenig. Leider kein Herz, schade. Feuerschutz, ah, stimmt. Wird mir auch mal reinmachen. Achso, nee. Hm. Wollen wir erst kaufen? Brauche ich ja das Herz. Was ist das? Alles tot? Okay, also die waren relativ schnell weggefarmt. Brauchen wir denn noch was? Hier hätten wir noch was.
Oder oh, wir sind große. Jagen Sie mich. Dass du dich entspannen kannst. Macht der da oben? Machst du da? Hey, what? Outfit, Blitz. Können wir noch ein bisschen verstärken? 15 und 8. Boah, können wir noch ein bisschen. Doch nicht so komisch. Neben. Nochmal. Hab ich gut. Reicht das? Nicht stark genug.
schlagen. So. Weiß ja nicht, wann ich hier nochmal schießen darf, weißt du? Wenn er nämlich gerade am Hochfliegen ist und ich schieße das schon wieder rauf, dann macht er das Ding ab und dann ist es umsonst. Warte gerade, der hängt wieder. Schon wieder abgemacht. Geil, geil, geil. Darf er nicht hierher oder was ist los? Holy cow! Feuerspule, Verderbnis und Handangriffsschutz. Will er aber auch reinbuttern muss an den Typen, ey, bis der da mal umfällt. Das ist nicht normal, ey. Den haben wir gemacht. Da ist noch was. Und sogar noch ein Lagerfeuer, was wir noch nicht haben. Ja, schon. Jetzt oder nie. Ja, du bist ja ganz anders. Bist ja ein ganz anderer.
einer reicht noch. Was sind wir trocken? Also. Was Blaues könnte ein Herz sein. Aber Langbein haben wir, glaube ich, schon. Das nehme ich mit. Schade, schade, schade. Yes! Endlich. War doch Läufer, oder? Was ich brauchte? Bin ich ganz sicher. Weil die nicht da waren, wo ich gerade markiert habe. Was war das? Seid ihr denn schon wieder? Dann also auf die harte Tour. Warum so neugierig? Cool. Vorratskisten beschützt. Hä? War da gerade noch ein Maschinchen? Wo ist denn das Ding? Wo ist denn das? Daraus werde ich später einen Trank brauen. Voll. Muss mal gucken, was ich loswerden kann. Auch so von diesem Low-Level. So eine Scherbe kriege ich dafür. Sind die hinverdammt? Immer sind die weg? Die verarschen? Na gut, alles klar. Ist das wirklich alles, was du hast? Ich habe nur die besten Sachen. Je länger wir in Meridian bleiben, desto mehr wird es sich anfühlen wie zu Hause. Ja, irgendwann schon. Mal Wächterlinsen oder Läuferlinsen, die braucht doch nicht, oder? Plündererlinsen, Graser. Wandererlinse. Ja, hol ich mal weg. Wenn wir die nochmal brauchen, kann ich ja nochmal auf die Jagd gehen. Hier haben wir einen Sägezahn
Und 800 Templerherz bräuchte ich. Schleude mit Templerherz brauche ich gerade aktuell nur noch. Templerherz und ein Stürmerherz. Das könnte ich theoretisch dann erstmal verkaufen. Ich was brauche, hole ich mir das nochmal. War weg damit. Noch super viel Draht. Brauchen wir so viel Draht? Ich irgendwie so das Gefühl, Binder braucht man glaube ich auch nicht so viel. Lohe. Ölsaft. Ja, behalten wir mal so. Hochwertige Waren zu fairen Preisen. Sie nehmen einen Haufen von Schrott, den die Alten zurückgelassen haben. Bei Tutorials, okay. Beschaut. Wo man noch beschaut. Feuerbombe ist noch. Sechs Pfeile, krass. Visionspfeile. Beutepfeil. Verursacht geringen Schaden, aber entfernt Maschinenteile mit großer Präzision, entfernt Teile, die Rohstoffe bieten, enthalten zusätzliche Rohstoffe. Der Sprengpfeil verursacht beim Aufprall keinen Schaden, aber sehr hohen Reißschaden. Starker Druckluftstoß nützlich, um Rüstung und Bauteile von Maschinen zu entfernen. Der hier verursacht sehr hohen Schaden und mittleren Reißschaden. Immer gucken wegen neue Spuren, die wir da auch in die Waffen einsetzen können. Ne? Jetzt erst. Viel Spaß. Ich hätte schwören können, dass der mein Angebot ist. Ist das wirklich alles, was du hast? Es wird niemals reichen. Wir wollten die Tassen Falls haben. Oder Banditen an mir vorbei wollen, müssen sie kämpfen. Kurz reinschauen kostet doch nichts. Nee, warte mal. Tassen sind wir gar nicht fertig. Blumen sind wir auch nicht fertig. Mein Angebot wird. Der Jägersitz. Gib dich nach Ödlicht. Okay, machen wir mal. Mal gucken, was mich da erwartet.
Spulen, ich brauche stärkere Spulen. Wo kriege ich die her? Das wird doch da langsam ist wohl jemand Zeit. aufgewacht. Da kommen noch mehr Grauhabichte. Erledige diese Grauhabichte. Mal dieses Wechseln. Das war's. Mich ja nur ein Medizinbeutel gekostet. Na, wie schnell wir wieder die ganzen Sachen kriegen, ne? Linsen, Herzen, alles am Start hier. Was hat dieser Idiot erwartet? Unter den Grauhabicht? Und der Rest? Kann's probieren, aber... Gut. Und liegt ja noch einer. Wir müssen kurz warten. Ah. Ah, Blut. Jemand da oben gestorben auf den Dächern oder so? Nee, wa? Selbst wenn, ich würde da wahrscheinlich sowieso nicht rankommen. Und wie war ich? Das sollte es wohl gewesen sein. Es kommen immer noch mehr. Die Soldaten in Morgenwacht bekämpfen sie schon nicht einmal mehr. Die Kadaver, die ich gesehen habe, ziehen sie an. Ich sollte zurück, aber wenn mehr kommen... Ich passe hier auf, du gehst los. Ich dachte, du wolltest das zu zweit machen. Du brauchst keinen, der Händchen hält. Das stimmt. Unsere Gegner fürchten uns aus gutem Grund. Ich hier nicht schon mal? Da, wo dieser Schnappmaul-Friedhof ist, da waren wir doch das letzte Mal drinnen, ne? Aber ich finde es gut, dass du halt an bestimmte Orte gehen kannst, ohne dass irgendwas triggert, bevor du halt die Quest vorher nicht hast. Du kannst, kannst du halt erkunden, ohne Angst haben zu müssen, dass du irgendwas aus Versehen triggerst. Finde ich gut.
Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Templer brauche ich. Also diese Stierdinger brauche ich. Und mal Ausschau halten. Vielleicht sehen wir die ja irgendwo. Mehr Grau habe ich da. So knapp, so wie es aussieht, ja. Jetzt zwei reichen. Auch nicht drei. Es geht kein Zurück mehr. Wieder zweimal abpacken. Damit. Boah, alte Maß, hat nicht funktioniert. Der Schaden ist super krass. Da haben wir Blitz kommen, ey. So hoch kann ich nicht zielen. Da sagt die Kamera irgendwann, nee. Ein Feuerfall reicht schon, oder? Fund. Metallblock. Überall Schnappmaulkadaver. Kein Wunder, dass die Grauhabichte hierher wollten. Ja, ich doch. War dieser Friedhof. Wer immer das getan hat, muss bei den Unterständen Spuren. Anfänger hinterlassen deutliche Spuren. Hallo, Anfänger. Diese Jagdunterstände da oben konzentrieren das Feuer auf ein Ziel und machen es unmöglich, sich zu verteidigen. Es ist eine Falle. Eine verheerende. Boah, wir gehen aber trotzdem, ne? Das müssen die Schnappmauljäger sein. Rede mit den Jägern. Ich bin im Auftrag des nahen Dorfes hier. Euer Abschussgebiet führt zu einem Grauhabichtproblem. Ja, andere haben aber auch Probleme. Wenn wir nicht genug Schnappmaulherzen bekommen, verlieren wir alles. Ich verstehe nicht. Ich habe mir Scherben für die Saat geliehen. Die Ernte war schlecht und jetzt soll ich's zurückzahlen. Wir könnten die Farm verlieren, das Haus.
Das tut mir wirklich leid. Aber die Grauhabichte greifen euretwegen Leute an. Nicht mein Problem. Keiner geht hier weg, bis ich habe, was ich will. Keiner von uns. Hast nicht gedacht, wir wären nur zu zweit, oder? Ich sag's mal ganz deutlich. Hört auf, nur für einen Teil Maschinen abzuschlachten und die Reste einfach liegen zu lassen. Ich sag's jetzt mal ganz deutlich. Kommt nicht in Frage. Also verschwinde. Es scheint, als kommen wir nicht weiter. Dann komm her. Na dann los. Ich will nicht noch jemanden verlieren. Die Sonne will. Ja? Was wolltest du gerade sagen? Aloy! Ist sie mir ja doch hinterher gekraxelt. Oh, das war dieses Lager, was wir schon mal gesehen hatten. Ich meinte, das wäre ein verlassenes Lager, aber... Das war ja gar nicht verlassen. Also jetzt ist es verlassen, ja. Ist mir ja doch hinterher geschissen. Was ist denn los? Moment. Hey Leute, komm rüber hier. Eine kleine Stufe. Narren. Das war zum Scheitern verurteilt. Ein Jammer. Aber jetzt weiß ich, dass du zurechtkommst. Du hast alles gesehen? Na klar. Tarkas, die Sonne leuchte ihm. Er hat mich sehr viel gelehrt. Zuallererst, ein Habicht verlässt nie seine Drossel. Warte, heißt das... Ich will für deine Mitgliedschaft bürgen. Wie klingt das? Maschinen jagen, Trophäen gewinnen, Assis absetzen. Ach, bin dabei. Ich komme in die Loge, sobald ich kann. Assis absetzen? Jo. Bin ich auch dafür. Und wieder eine gute Tat. So, dann gehe ich noch mal kurz nach Meridian. Überleg gerade, was ich noch mal machen wollte. Nur gut checken. Brutstätte Sigma abgeschlossen, geschafft. Okay, ich will aber die zwei Metallblumen jetzt holen. Und danach gehen wir zum Grabhort.
Dann kann ich ja die Banuk-Figuren nehmen, noch die Metallblume und vielleicht noch das Lager hier hinten ausmerzen. Ich glaube, dann haben wir erstmal genug zu tun. Das nehme ich lieber mit. Sägezahn. Und wieder drüben. Hier oben irgendein Geheimnis ist? Das ist so abgesondert. Ja, vielleicht gehört es auch wieder für irgendeine Quest oder so, weißt du? Wo jetzt noch nichts ist und dann später, wenn du die Quest hast, da voll den Shit und so. Das hat Eindruck hinterlassen. Ich schon gesehen? Nee, hat er mich nicht. Ich war auf dem Kopperland oder was? Ah, ich war auf dem Kopperland, okay. Hier eine Linse. Ja, die kann ich ruhig verkaufen. Okay, wie Sand am Meer. Mehr als genug. Hier verreckt. Schön hart, aber das auf jeden Fall ein Overkill. Ich hier lang? Ach, ich muss den Fluss hoch. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Einfach immer schön in Bewegung bleiben, ne? Damit wir nicht unterkühlen.
Hier läuft irgendwas Dickes rum. Das ist nicht auf der Karte eingezeichnet. Was Dickes ist hier? Überhaupt hoch? Nee, wa? So wirklich. Ich schürf mir alles auf. Erstmal ein bisschen Schaden machen lassen. Noch zu viel hat, dann reingeschissen. So fängt er nämlich erstmal an. Umzuruppeln. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden.